Ja. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Kampf von dem Final Boss Ganon. Aber es war Dämonenbestie Ganon. Ja, aber wir nennen sie ihr Wildschwein Ganon. Jetzt gibt's die Wildschweinform, meine Damen und Herren. Wildschweinform. Wir müssen noch kurz warten. Das sieht so geil aus. Wir müssen jetzt noch kurz warten. Aber gleich gibt es den Lichtbogen. Mit dem ihr Ganon töten könnt. Ja, nur aber mit dem Lichtbogen können wir Ganon ein für alle Mal in die Hölle schicken. Nein, nicht nur mit dem Lichtbogen. Erstmal müssen wir ihn schwächen, dann kommt Zelda. Ja, aber wir müssen mit dem Lichtbogen ihn besiegen. Mit anderes geht's, mit anderen Waffe geht nicht. Ja. Hi, Hyrule. Ja. Nein, mein Vater. Ganon. Vor Äonen geboren. Unzählige Male zerstört. Unzählige Male wieder. Die Fleischwerdung von Zorn und Hass. Dämonenbestie Ganon. Fleisch gewordener Hass. Dies ist der Bogen des Lichts, der das Böse vertreiben kann. Man nennt ihn auch Lichtbogen. Ich vertraue ihn ja an. Aber zum Glück bekommt man ja gar nicht. Ich weiß außer nicht, wenn man 100, wie viel deiner Kraft und deiner Erinnerung du wieder erlangst. Ja, man kann es ja auch halt. Man kann ihn bekommen, aber nur wenn man alle Erinnerungen schafft. 100% spielt, ich weiß nicht. Nee, man kann ihn nicht bekommen, wenn man 100% hat. Aber zum Glück gibt es unendlich Lichtpfeile. Oh ja. Bis er halt kaputt geht. Geht er überhaupt kaputt? Glaub nicht. Lichtbogen. Ich hab schon Leute gesehen, die das hat. Diesen Bogen hat. 100 Schaden pro Pfeil. Ja, auf diese Stelle sollten jetzt welche kommen. Ich wünsche dir Glück. Oder noch nicht. Also wenn er jedes Mal einen. Komm rüber, Hyrule! Hyrule, du Bitch! Hyrule, Alter, was machst du da? Hyrule! Los geht's! Abmarsch! Alter, ich hab dir doch gesagt, du sollst dir ein eigenes Pferd besorgen. Echt? Du hast es geholt? Ja. Ach so. Ich hab ja nicht Impona oder so. Treff doch. Treff? Ja. Jetzt sollte er als nächstes sich drehen. Die andere Seite. Und dann kommt der Bauch und dann kommt das Auge. Sorry für den Spoiler, aber es gibt halt schon seit dem 3.3. und viele schauen ja Nintendo und also deswegen solltet ihr es eigentlich schon wissen. Ja, und bei anderen YouTubern, deswegen kann ich es ja schon verraten. Übrigens, auf die Frage in meinem letzten Stream, wie lange ich gebraucht habe, das Spiel durchzuspielen? Ein Monat, ja. Ja. Und noch an der Schulter und am Bauch. Aber das ist nur, weil ich nämlich nicht 100% spiele. Ja. Ja, das ist gut. Jetzt als nächstes am Bauch. Ja, aber erstmal unser Laser machen. Ja, erstmal unser Laser. Dann kann Zelda diese leuchtenden Stellen machen. Ja. Und dann können wir angreifen. Und da muss ich ja nach ganz vorne, muss ein halbes absteigen. Oh, Ganon, geh bitte weg. Ganon, geh weg. Ganon, ich hasse dich wieder. Außer in Smash. What the fuck. Hyrule, wo legst du eigentlich hin? Hyrule? Alter, ich hasse dich, Hyrule. Ja, ich hab erwischt.
Schreck auf! Dann haben wir ihn. Jetzt kommt an sein Kopf ein Auge. Simon, sieh dir Ganons Kopf an. Ist doch gar nichts. Du selber Biatsch. Warte, jetzt stopp! Jetzt tu es! Yes! Hast du voll erwischt! Alter, ich hab gar nichts erkannt! Ich auch nicht! Ich hab einfach nur irgendwie geschossen, dann hat ja Zelda gesagt, Link, tu es! Jetzt! Und dann hab ich einfach nur geschossen. Erkennt ihr das Auge? Nein, ist jetzt weg. Aber war das Auge und das hab ich erwischt. Das ist Zelda. Und Ganon, die Bitch. Alter, Leute! Wir haben es durchgespielt. Aber Leute, bevor jetzt irgendjemand denkt, nein, jetzt ist dieses Let's Play vorbei, es wird noch länger gehen. Ja, wegen dem Fotomodul. Halt. Ja, wir werden ja bald mal alles fotografieren, alle Waffen und ja, so. Und wir werden versuchen, alle Erinnerungen zu kriegen. Und ja. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir die Erinnerungen kriegen. Vielleicht muss ich ja erstmal mit dieser einen Dame da reden. Du meinst bei Hateno-Institut? Ja. Glaub nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Probier's mal. Ich hab keine Ahnung. Aber das ist jetzt der Geist von Ganon. Der jetzt fertig gemacht wird. Von Zelda. Ja. Und im Titel steht ja auch 1,2. Viele fragen sich, was bedeutet das? Immer 1 von 2 Parts halt. Ja. Das machen halt viele so. Wir haben es ja jetzt aufgemacht, gell? Erster Part Verheerung Ganon, zweiter Part Ende. Ja. Aber er wird bestimmt wiederkommen, Ganon. Ja. Siege Ganon geschafft. Aber das wird nicht einfach nicht wirklich angezeigt. Ja, halt. Aber es wäre auch verrückt, wenn man gleich halt dann weiterspielen kann, wenn man schon Ganon besiegt hat. Ja. Aber man könnte dann halt wenigstens nochmal kämpfen oder so. Ja, das ist das einzig Beste. Ich habe alles miterlebt. Von Anfang an. Dein Schicksal. Dein Leiden. Dein Kampf. Und deshalb hatte ich Vertrauen. Ich war mir ganz sicher, du würdest die Verheerung Ganon zurückschlagen. Das Kleid sieht nicht schön aus, weil es ja auch schmutzig ist. Ja, es hat Ganon. Vielen Dank für alles. Wie würdest du lieber heiraten? Nicht schon wieder das. Hey! Es ist peinlich. Nein, finde ich nicht. Aber ist es nicht eigentlich eine verrückte Begegnung, wenn er jetzt den Donnerhelm tragen würde, jetzt für ihr? Vor allem so Donnerhelm so. Dann sieht er die gar nicht, ne? Ja. Außer, das sind jetzt so Kristallaugen. Ja. Oh, das ist auch eine geile Musik. Jetzt kommt noch eine kleine Zwischensequenz. Gleich. Aber wir cutten es auch nicht dahin. Dann werde ich noch ein bisschen mit hier Mario Let's Play ein bisschen weiter zocken. Okay, wir cutten jetzt mal so der Sequenz, weil Mario Let's Play kann ich mich nicht mehr halten. Epische Musik. Da ist die Sequenz. Aber wir haben noch nicht alle Erinnerungen, also kommt kein gutes Ende. Also dann kommt, wenn man alle Erinnerungen hat, dann kommt noch eine Sequenz. Sequenz. Mm-hmm.
Der König. Und die Mifa. Daruk. Urbosa. Und der Idiot Revali. Man erkennt dich alles. Und woher kommen jetzt die Blüten her? Keine Ahnung. Dein Link immer noch mit dem da? Ne? Ja. Also dann, das war's mit dem Part. Bis dann, ciao, würde ich mal sagen. Also, sag doch mal ciao. Ciao. Das war's jetzt erstmal für Let's Plays. Für ein Let's Play von dem. Aber es geht noch weiter, okay? Es geht noch weiter. Also dann, bis dann, ciao.